Freunde, heute wird es richtig krass. Wir werden tatsächlich eine Nacht in einer verlassenen Horrorvilla im Wald verbringen. Ihr seht das hier, wir sind hier wirklich komplett im Nichts. Und hier neben mir, du kannst ja mal hier hochfilmen. Und hier neben mir ist tatsächlich dieses verlassene Gebäude. Und wir werden jetzt auch direkt einfach mal reingehen, Freunde. Dieses Gebäude ist tatsächlich verlassen seit circa 15 Jahren. Und es ist nicht ganz klar, warum dieses Haus verlassen ist. Auf dem Internet habe ich ein bisschen herausgefunden, dass es wohl einen Familienstreit hier gab. Also zwei Erwachsene mit Kindern haben hier vorher gelebt. Und es gab wohl einen Familienstreit. Im Endeffekt möchte ich nicht mit euch auf die genaueren Details eingehen. Aber eine Person ist bei dem Streit tatsächlich gestorben. Die Kinder sind jetzt beim Jugendamt. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier schon mal? Warte mal, kannst du hier einmal hinfilmen? Ja, schaut euch mal an, wo ich hier direkt schon mal bin. Bruder, warte mal, stopp, film mal hier hin. Auf jeden Fall steht es seit diesem Familienstreit dieses Gebäude hier leer und wir wollen uns jetzt hier umgucken und auch gucken, wo wir natürlich übernachten können. Warte mal. Oh, Bruder. Digga, film mal nach oben, Bruder. Ist hier alles von oben schon eingestürzt. Digga. Warte mal, was ist hier vorne? Also oben waren tatsächlich die Kinderzimmer und die Schlafzimmer, aber leider können wir dort jetzt nicht mehr hingehen. Also es gibt tatsächlich auch noch einen Keller hier in dem Gebäude, wo es auch jetzt vor ein paar Monaten gebrannt haben soll. Also das ist das, was ich herausfinden konnte. Aber wir werden uns jetzt hier erstmal umgucken und schauen, wo wir gleich unser Lager aufschlagen können. Okay, geh jetzt erstmal hier rüber. Oh, und eine ganz wichtige Sache, die ich auch noch mit habe, weil manche haben auch gesagt, dass es hier der Legende zufolge noch die verstorbene Person ihr Unwesen treibt und ihre Kinder sucht. Und deswegen haben wir heute natürlich auch wieder den Geisterdetektor mit. Hast du es gehört? Ja. Ich weiß nicht, irgendwo hier in der Nähe sind noch irgendwie Jugendliche und ich habe auch ein bisschen Schiss, dass hier noch vorbeikommen. Warte mal, wo sind wir denn hier? Wir gehen erstmal hier lang. Okay. Also hier vorne ist die einzige Straße, die an das Gebäude angrenzt. Deswegen hier müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier irgendwelche... Lol, Digga, guck mal, die Kabel hier oben. Digga, das ist schon krass. Ey, das komplette Dach ist auch eingestürzt. Schau dir mal die Balken hier oben an. Ich habe auch natürlich Ausrüstung hier hinter mir in meinem Rucksack drin. Essen und Trinken mit dabei und auch noch eine kleine Decke. Weil wir müssen uns hier natürlich auch irgendwo hinlegen. Okay, Freunde, wir gehen jetzt einfach mal in den nächsten Raum rein. So, was ist hier vorne? Weil wir müssen auch noch mal gucken, wo der Eingang zum Keller ist, Digga. Was steht hier? Freestyler. Also ihr seht, das ist hier schon ein bisschen auch... Hier sah natürlich auch schon ein bisschen Vandalismus und wir müssen erstmal den Eingang zum Keller suchen, Digga. Ich will da unbedingt runter. Ey, bist du dir sicher, dass du den Keller willst? Ja, vielleicht warum? Vielleicht fliegt der ein oder so. Nein, oder? Doch, ich glaube schon. Digga. Was war das? Digga, da hat jemand geschrien. Kam das aus dem Keller? Hörst du diese Musik? Ja. Ja, mal da hinten, was war da was? Digga. Oh. Digga. Okay, warte mal, hier vorne waren wir jetzt schon, oder? Ah, hier vorne ist das eigentliche Eingangstor. Das ist aber tatsächlich zugemauert. Der film mal nach oben, Junge, wie krass das aussieht. Bisher, der Geigerzähler ist tatsächlich ein Geisterzähler, beziehungsweise Geigerzähler. Der schlägt aus, wenn elektromagnetische Spannung entdeckt wird. Und wenn sich hier eine andere Person aufhalten sollte, aus einer anderen Dimension, dann würde dieser Geigerzähler hier auch ausschlagen. Wir können sonst einfach mal fragen, ob jemand ist. Hallo? Ist hier noch jemand mit uns? Wir kommen hier nicht, um irgendwas zu zerstören. Wir gucken uns nur um. Ist nichts ausgeschlagen, oder? Nee. Okay. Also das Ding ist, man sagt, dass man sich wirklich halt man soll sich so verhalten, als wäre das das eigene Zuhause. Nur dann kann es sein, dass man irgendwie einen Kontakt bekommt. Okay,
Okay, warte mal, hier waren wir schon. Dann lass uns mal weiter hier vorne. Doch, doch, hier waren wir schon. Da haben wir angefangen. Ah ja, stimmt. Okay, lass uns mal weitergehen. Was ist hier? Digga. Geht's da raus? Warte mal, lass uns da mal lang gehen. Oh, oh. Digga, was ist das hier? Bruder. Hä? Digga, da ist so eine eklige Spinne vorne. Was sind wir hier, Digga? Das ist so ein Seiteneingang wahrscheinlich, ne? Mhm. Boah. Bist du hinter mir? Warte mal, film mal nach vorne. Digga, was ist das? Film. Boah. Hey, was ist das? Wie komisch. Achso, das ist eine Hollywood-Schaukel. Digga. Ich weiß auch gar nicht. Junge, was hängt da denn? Das ist eine Steckdose, oder? Ein Schlüssel. Was ist hier? WTF. Sind wir hier im Garten oder so? Hört auch, guck mal, da hinten, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, hier vorne sind auch Stromleitungen. Ja, man sieht's. Aber es schlägt immer noch nicht aus. Okay, also keine Ahnung, was das hier ist. Sollen wir das zum... Oh! Der Kratz hat gerade ausgeschlagen. No joke, warte mal. Hallo? Ist hier jemand? Okay, aber Digga, ich frag mich... Oh. Wieder zurück. Was ist das da? Das will ich noch mal wissen. Das ist eine Tür. Aber wo geht's da hin? Ich glaube, so eine Hintertür ist das. Hey, hier ist das, Digga. Das sieht so aus, wäre es mal was. Okay. Das sieht so aus, wäre es mal so ein Badezimmer oder so gewesen. Boah, sieht man das? Was ist da? Digga. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo wir vom Gebäude sind. Lass uns noch mal kurz hier außen einmal gucken. Ich will hier noch mal. Okay, ich habe die ganze Zeit hier diesen Zähler mit mir dabei, Freunde. Digga, was ist da? Also, mal, oder? Da müssen wir mal hin. Hier vorne ist auch so ein komisches Rohr. Boah, Fico. Sorry. Okay, leuchte mal nach vorne hier. Ich sehe nämlich gar nichts. Leuchte mal hier hin. Schau mal, wie es außen aussieht. Warte mal, film mal hier hin. Was ist hier? Nee, hier die Badewanne. Digga, hier liegt die Badewanne. Warte mal, film mal. Ich sehe nichts. Digga, einfach eine Badewanne. Und hier ist so. Ist das die Badewanne von euch gewesen? Lol. Digga, schlägt so ein bisschen aus. Wir filmen das nochmal. Digga, ist einfach. Hier muss irgendwo das Badezimmer gewesen sein oder so. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas richtig von oben abgestürzt. So richtig, entweder ist es von oben das Dach gewesen oder irgendwas war hier vorne noch. Jetzt geht das da vorne noch weiter? Da vorne, fahren wir da hin? Nee, ne? Nee. Okay, dann lass uns mal wieder ins Gebäude rein. Okay, ich geh mal vor. Er ist schon richtig zugewuchert und alles. Ja. Warte mal, lass uns mal hier lang gehen. Ah, hier sind wir, wo wir gestartet haben. Was ist das? Oh, vom Badezimmer. Digga, warum sind hier überall Badezimmersachen? Glaubst du, der Streit war im Badezimmer? Das könnte sein. Okay. Warte, geh du mal vor. Meinst du, die haben deswegen beim Badezimmer alles rausgeschmissen? Ja. Weil er hat deswegen auch dort der Geigerzähler kurz ausgeschlagen. Boah. Ich will mal einmal ganz kurz, Freunde, ich zeige euch einmal ganz kurz, was wir mitgenommen haben. Weil wir wollen ja hier auch eine Nacht verbringen. Und ich hoffe mal, dass wir es schaffen, eine Nacht hier zu verbringen. Jetzt mache ich stell mal mein Handy hier auf. Dadurch, dass wir nicht wissen, was hier auf uns zukommt, habe ich auch ein paar Sachen mit dabei, die wir vielleicht nicht im Video mit reinnehmen. Als allererstes haben wir natürlich Wasser, das ist wichtig. Dann habe ich... Lege ich mal zur Seite. Man nie weiß, wer sich hier noch so auf Lost Places befindet. Das brauchen wir tatsächlich, weil ich nicht weiß, was im Keller ist, weil Keller ist immer, das wisst ihr ja selber aus Horrorfilmen, habe ich noch Nutella to go. Braucht man einfach, ne? Und Moment, die letzte Sache ist auch so ein Energieriegel. Ja, der ist tatsächlich einfach so eine Nahrung. Und dann haben wir noch hinten eine Decke hier drin, aber die Decke packe ich jetzt nicht aus, weil sonst wird die dreckig.
Okay, ich packe mal ganz kurz die Sachen wieder ein. Und was machen wir, wenn da unten jemand wirklich ist? Was hast du gesagt? Was wir machen, wenn da unten wirklich jemand ist? Wir haben... Sagen wir, wir kommen, wir sind, also, wir haben ja keine bösen Absichten hier. Du weißt doch gar nicht, wie der darauf reagiert. Ja, wir schauen mal. Okay, ich ziehe mal meinen Rucksack wieder an. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier wieder rein. Warte mal, wir können noch mal, bevor wir reingehen, lass uns noch mal hier lang gehen. Auf der Seite waren wir jetzt quasi schon auf der Seite. Hier ist die Rückseite. Und jetzt gehen wir noch mal hier einmal lang. Gucken wir mal, was hier ist. Aber was ist hier vorne, Bruder? Hä? Da ist noch ein anderes Haus. Digga, ist die Geisterkrankheit. Und hier sind wieder so Steine und alles. Okay, komm, lass uns reingehen. Digga. Okay, Freunde, ich gehe jetzt mal vor. Digga, wir haben nur noch zwei Räume. Was? Wir haben nur noch zwei Räume. Wie zwei Räume? Komm mal rein. Also hier. Digga, hier ist so die Toilette oder so. Warte mal. Was ist denn dieses Einstürz? Digga, es stinkt hier auch übel. Hä? Haben die haben so drei. Die haben so drei Toiletten hier gehabt. Ist vielleicht Gäste-WC oder so? Nein, Digga, ich glaube, das sind vier Toiletten. Hier ist. Oder ist das eine Dusche? Film mal dahin. Das ist, glaube ich, ein Sitzklo und da sind drei Toiletten, oder? Hä, hey, das sind wirklich drei Toiletten, Digga. Ja. Hä? Okay. Guck, drei, diese. Sehr. Film mal nochmal nach oben. Digga, ist alles eingestürzt. Okay. Okay, wir haben jetzt noch. Warte mal, da vorne. Ey, warte mal, guck mal, was ist das denn da? Ist das ein toter Kopf? Ein trauriges Kind. Ein weinendes Kind. Schlägt ganz leicht aus. Wer hat das da drauf gemalt? Siehst du, das ist so ganz leicht am Ausschlagen. Ganz leicht. Ja, hier ist ein zweites Kind, das lächelt, aber auch weint. Der ist geistkrank gruselig. Film mal nochmal. Traurig, das andere ist. Warum ist das eine traurig und das... Nein, und das an... beide. Ja, aber warum ist das so gruselig am Lächeln und weint? Okay, was haben wir hier? Ach, da sind wir gerade eben rausgegangen. So, Freunde, und den letzten Raum, den haben wir gerade schon entdeckt. Und zwar. Das ist der letzte Raum. Der Keller. Willst du da wirklich rein? Dann nimmst du noch aus deinem Rucksack schon mal raus, oder? Nein, nein. Wir kommen ja ohne bösen Absichten. Okay. Ja, ob die das wissen? Komm mal, film mal da runter. Was ist das denn alles? Was steht da? Da ist irgendwie so ein Kreuz oder so. Ich glaube, das ist eine Sprache, die wir nicht lesen können. Okay. Also, Freunde, an der Stelle, wir werden da jetzt runtergehen. Bevor wir es machen, müsst ihr jetzt alle noch meinen Kanal abonnieren, alle noch mal einen Daumen nach oben geben. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Film mal vor. Okay, ich gehe erstmal runter. Warte mal, ich muss erstmal gucken, ob. Warte. Hallo? Okay, es schlägt nicht aus. Können wir runterkommen? Das hat wieder ganz leicht ausgeschlagen. LOL! Es schlägt fast zu gelb aus! Digga! Okay, es hat wieder aufgehört. Hä? Siehst du das? Ist okay, wenn wir den Keller betreten? Siehst du das? Oh mein Gott. Was denn? Ist das ein Ja oder ein Nein? Ich weiß es nicht. Wenn es okay ist, dass wir jetzt kommen, dann sende uns weiter ein Signal. Doch, jetzt. Wir müssen da runter, Bruder. Weil da unten, da können wir am besten den Schlafplatz aufschlagen. Falls jemand kommt. Ganz wichtig, an der Stelle solltet ihr so, also ihr solltet allgemein so etwas auf keinen Fall nachmachen. Erst recht nicht alleine. Und wir gehen jetzt auch erstmal hier getrennt runter. Ich gehe zuerst runter und guck mal, ob diese, ich bin mir nämlich, also ich glaube, es sind Steinstufen, so wie es sich anfühlt, sonst würden die knatschen. Also, bitte macht es auf keinen Fall nach. Okay. Ich gehe jetzt einmal vor. WTF. Ja, die sieht saugiftig aus, diese Spinne, Bruder. Hallo? Okay, schlägt nicht mehr aus. Es ist geisteskrank dunkel hier. Digga. Okay, warte mal. Ich stell mich mal. Boah. Boah. Okay, Bruder. Ja, komm runter. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht so schnell. Okay. Digga, was ist das hier? Stinkt hier auch geisteskrank. Es riecht so saumodrig hier. Okay, wir sind ja nur kurz hier. Oh mein Gott. Sieh mal, eine rote Flecken.
Was heißt das? Hat sich da jemand... Warte. Dürfen wir weitergehen? Was ist hier, der? Was ist das? Ein Schneeschieber. Nee, das daneben. Achso, weiß ich nicht. Warum ist hier oft ein Schneeschieber, Bruder? Warte mal, geht's dann noch weiter runter? Ich weiß es nicht, das ist verschüttet alles. Okay, komm. Wir gehen jetzt hier lang. Ich habe auch. Jetzt habe ich auch echt Angst, dass es einstürzt, Bruder. Okay, warte mal. Boah, ich weiß es nicht. Okay, was ist das hier für. Digga, die Decke ist auch sautief. Ist auch sautief. Okay, guck dir das mal an hier. Was ist das hier? Eine Heizungsrohr. Was ist das hier? Hier ist so ein komisches Loch. Digga, WTF. Hier, Junge, guck dir mal. Ja, hier hat's gebrannt, Bruder. Film mal nach vorne. Digga, warte mal, stopp. Da vorne liegt eine Flasche, sieht man das. Film mal sonst auf 1. Zoom mal ran. Digga. Siehst du die? Sieht man? Ja, man sieht die Flasche, ne? Okay, geh mal wieder auf 05. Okay. Freunde, das ist gleich der letzte Raum. Was ist hier? Boah, film mal, was ist da? Was ist da? Ja, was ist das? Warum ist das? Ja. Warum ist da so ein komischer. Warte mal. Dürfen wir weitergehen? Nicht weitergehen dürfen, sende jetzt ein Signal. Bruder, hier ist der letzte Raum, Digga. Und da ist irgendwie so Wasser und so eine Flasche, Bruder. Was liegt da? Digga, was liegt da? Ich weiß es nicht. Was ist das? Vorsichtig, vorsichtig. Ich hab gar keine Ahnung. Warte mal, da vorne ist auch noch, da geht's noch so weiter. Okay, warte, lass mich vorgehen. Digga, was liegt da? Was ist das? Was ist hier? Warte mal. Hier ist auch voll nass unten, Bruder. Digga. Digga, was hängt hier runter? Junge, guck mal da in die Ecke. Also, dürfen wir jetzt hier eine Nacht verbringen. Ist es okay, wenn wir hier bleiben? Mach raus, mach raus!